Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode von Night of the Dead. Nämlich so rein theoretisch die Nacht 260. Ich habe eben gerade den Server umgestellt. Jetzt stehe ich wieder hier oben. Das ist anders wild. Da ist jetzt wieder ein Stück zurückgefahren. Ich würde nämlich sehr gerne lieber den Strom anlassen, weil in der Regel, man erinnere sich, jedes Mal, wenn ich den Server umgestellt habe, dann ist irgendwas Komisches passiert. Ich habe Angst. Ich habe actually richtig Angst. Okay, die Raketenwerfer rechts und links lassen wir noch aus. Tut sich nichts. Wo? Ach, da unten. Ja, wie ihr seht, wir können ein bisschen Smalltalk so lange halten, bis wir warten, ob was passiert. Ach ja, wir haben ein Haustier. Nämlich eine kleine Bausparkatze. Da. WTF, wo kommst denn du her? Geh weg. Das ist einer von denen, der hier unten immer spawnt. Scheiße. Grrr, jetzt ist mir eben schon ein bisschen übel geworden, ne? Aber scheinbar passiert nichts. Ja, wie ihr seht. Stromgeschichte steht auch wieder. Ohne es angeschlossen, alles verkabelt. Es passiert echt nichts. Ich bin überrascht. Ach, halt's Maul. Dann sollte... Wow. Ich hätte... Die deine Haare. Gefällt mir. Ja gut, ich habe jetzt irgendwie schon mit so einer kleinen Mini-Tagwave gerechnet, so wie man es eigentlich kennt. Also ich zumindest. Ich bin auch aus dem Grund aktuell allein. Ja, bei mir ist gerade der... Genau, da war ja was. Denn aktuell ist es bei mir der 1.1.2023 um 2.37 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen, hab nichts Besseres zu tun und hab mir gedacht, yo, startst du hier den Spaß mal. In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich habe einen total ruhigen gemacht. Ich bin jetzt so der Fan von dem ganzen Geballer. Ich hatte Kinder- und Katzendienst. Nö, tut sich wirklich nichts. Nice, finde ich gut. Sehr schön. Aber dann können wir jetzt in der Zwischenzeit erstmal mal was anderes machen. Ich muss auf jeden Fall hier das ganze Geex wegholzen, weil mir aufgefallen ist, dass... Okay, und die da unten machen wir auch platt. Da geht mir nämlich tierisch auf den Zünder. Erschreckt mich doch nicht so. Mensch. Geht mir nämlich tierisch auf den Zünder. Und zwar einen Stromgenerator. Weil, ey, allein das Standby frisst ja wie die Hölle. Uff. Ja gut, okay, komm, die Flammis können wir anlassen. Die Fallenanlage. Mal gucken, ob die immer noch läuft, selbst wenn der Strom aus ist. Das hat ja früher eigentlich ganz gut funktioniert. Aber dann können sich die Batterien jetzt noch mal ein bisschen laden hier. Ein Stromgenerator, der mit Benzin läuft. Noch mal. Der zieht eigentlich jetzt keinen Strom, oder? Raketenwerfer links und rechts. Nö, die ziehen gar nichts. Wusste was, dann können wir die auch anlassen. Wenn sie nichts ziehen im Standby-Mode, ist doch super. Durch den Zwischenschalter.
Weil die, hier habe ich tatsächlich noch für die beiden die Zwischenschalter eingerichtet, dass wir die erst aktivieren, wenn wir sie brauchen. Aktuell. Achtung, Schnucki. Brauchen wir jetzt erstmal was ganz anderes. Kling. Aber wie aggressiv die direkt werden, weil hier draußen ein Köder steht. Ey, du! Seid ihr aus dem Gefängnis abgehauen, oder? Autsch, autsch, autsch. Ach nee, guck mal da. So. Da. Ich wollte gerade sagen. Das können doch nicht alle gewesen sein. Ja, das ist halt eben etwas, was mich doch ein bisschen nervt hier an dem Standort, weil hier unten dann die Zombies im Gebäude respawnen. Aber mein Gott. Was soll's? Kann ich das reparieren? Brauche ich gar nicht. Ich sollte mal die Flagge abreißen und da oben hinstellen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Was ist denn hier noch für Zeug drin? Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Nun haben die hier unten auch keinen Grund zu randalieren. Ups. So rein theoretisch. Also hier unten echt, scheint wirklich nichts mehr zu sein. Das, die Tipsel da eben, die schnellen, das ist der Fuchs. Wo? 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 Der ist nicht über mir, oder? Wo denn? Nee, es ist hier vorne irgendwo. Ach! Hi. Okay, dann muss ich mal was einfallen lassen. Irgendwie hier nochmal. Hey, ich werde wahnsinnig. Bist du kleiner Pisser? Oder sind die vielleicht hier unten drin? Nee, das hört sich schon viel zu weit an. Hi. So, ihr lauft noch. So, Eisenerz habe ich an für sich ordentlich auf Pump, aber, ach, die gehen gar nicht kaputt. Es mangelt an Ästen. Ich habe keine Äste mehr, um Eisenbahnen und Kupferbahnen herzustellen für die Munitionen, für die Geschütze. Da muss ich mir hier noch irgendwas überlegen, damit die hier nicht andauernd hochgedackelt kommen. Ich meine, das hier ist ja eigentlich nur dafür da, falls hier irgendjemand da hinten einen Abgang macht, dass man hier noch an der Seite irgendwie hochkommt. Kann ich auch eigentlich Wände dran, also mit Türen dran bauen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Jo, sehr schön. Na du? Ich finde das witzig. So, dann würde ich sagen, werde ich mich jetzt nochmal. Ach, jetzt haben wir zwei. Habt ihr gesehen, der hat sich sogar schon hier hingelegt. Zwei Bausparkatzen. Sehr schön, nice. Genau. Ich werde mich jetzt hier dran machen, noch einen Stromgenerator zu bauen. Einfach, falls irgendwelche Batterien sich entleeren, aber die Geschütze noch gebraucht werden. Dass ich das dann schnell anschließen kann. So hopp, galopp. Und dann schauen wir mal,
was die erste Nacht nach dem Update so bringt. Ich bin echt gespannt. Also ich merke schon ein paar Änderungen. Wie gesagt, der Standby-Mode, der zieht extremst viel mehr als früher. Deswegen ist auch die Fallenanlage schon, also die Batterien schon komplett leer. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, ohne dass mir hier irgendwelche Riesen-Zombies ihre Fäuste andrehen, werde ich hier noch ein bisschen was von den Bäumekram wegmachen. Genau. So, dann sehen wir uns um 0 Uhr wieder. Was ist jetzt los? Leute, warum so aggressiv? Hä? Die gehören aber nicht zur Horde. Uah! Das sind einfach nur ein paar Zombies, die sich denken, ja, komm, wir gehen mal spazieren und wir gehen mal dahin, wo Licht ist. Na, du Troller? Ja, die Fallanlage funktioniert auch, wenn der Strom aus ist. That's good, that's good. Also da hat sich nichts dran geändert. Ja, wir haben noch nicht 0 Uhr, aber egal. Wir stehen trotzdem schon mal hier draußen und empfangen die Vorhut. Oder? Ah, doch. War es das? Oder... Ja. Ich sollte mir vielleicht noch ein paar Rip-Kits holen für meine Waffe und die Machete. Nee, Quatsch. Ach Gott. Wie heißt's? Für die Axt, genau. Bevor hier das Zeug kaputt geht. Du bist in Sicherheit hier drin, du Fuxi. Alles gut, alles easy, alles klar, alles fein. Njong. So, für Ausrüstung. Kling. Ich nehme jetzt einfach mal die 18 hier mit. Ich habe ja auch ein bisschen was für sonst einstecken. Ja, Stromgenerator habe ich gebaut. Der hat witzigerweise wunderbar genau dahin gepasst. Finde ich sehr nice. Aber die Batterien haben sich ja jetzt schon ziemlich gut erholt. Das ist so, dann brauche ich die Fallenanlage auch gar nicht anlassen. Tagsüber. Wenn sie ja weiterhin auch ohne Strom funktioniert. Perfekt. Hallo. Sag's, wie es ist. Ich habe ein bisschen Schiss, ne? Weil wir haben durch die Pause, sag ich mal, ja auch ein paar Tage jetzt übersprungen, weil wir das hier ja alles erst wieder neu machen mussten. Und warum zum Teufel sind wir nur bei 950%? Hä? Das war doch früher sehr viel mehr. Naja, wir schauen erst mal, wie es wird. Hilfe! Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passiert, ne? Also ich habe, wie gesagt, nichts an der Anzahl und an der Stärke von den Wave-Zombies verändert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich bin doch so blöd. Ich habe noch nicht mal ein Backup gemacht. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Von wo kommt ihr? Von rechts? Das ist in der Tat neu.
Warum läuft ihr da lang? Leute, da ist eine Mauer. Da kommt ihr sowieso nicht durch. Oh, jetzt kommen von beiden Seiten. Holy crap. Ja, und ihr guckt hier schön zu, ja? Toll, nice. Die kommen ja von überall. Oh mein Gott. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich mache doch wieder Zwischenschalter für die Plasmaschocker. Okay, da ging jetzt aber schnell. Platt. Lol. Der hat auf den Raketenwerfer geschossen. Warum? Guck mal da, ein Butschi. Boah, das sieht ja anders aus hier. Die fallen aber ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Oh, einer von den Flammis. Ich sollte hier vielleicht auch noch ein Geländer hinpacken. Fällt mir mal gerade ein. Ich kenne mich. Ich kenne Brina. Felix hat ja, wie wir jetzt wissen, den Hang, sich selbst in die Luft zu jagen. Ich glaube, da wäre das auch nicht verkehrt. Aber die Flammis, die explodieren nicht mehr, ne? So wie früher. Ich bin mal gespannt, ob die Giants wieder um 1 Uhr kommen. Und... es war ja irgendwie immer so, in einer Nacht kamen die Giants, dann kamen sie nicht. Dann kamen sie wieder, dann kamen sie nicht. Und das da oben passt mir so gar nicht. Ich glaube, ich baue da vorne noch irgendwie eine Wand hin, dass sie gar nicht dazwischen die Mauer können, weil da ballert mir ein bisschen zu viel auf den Raketenwerfer da drüben. Oh. Plasma-Schocker wurde nicht einmal ausgelöst. Oh, das sind welche von den neuen dabei. Warum kalt ihr euch da fest? Glitschen. Die fallen ziemlich schnell, oder kommt es mir nur so vor? Ah, hallo. Hallöchen. Ich muss nur die Batterie im Auge behalten zwischendurch. Die wissen gar nicht, wo sie hinziehen sollen. Irgendwas ist gerade komisch. Serverdeck? Kann man Serverdeck? Das klappt ja geil mit den Schreddern hier. Der lebt ja immer noch. Ah, okay. Nevermind. Hab nichts gesagt. Wir gehen mal hoch nach der Batterie schauen.
Ansonsten schalten wir den zweiten Plasma-Schocker erst nochmal aus, um ein bisschen Energie zu sparen. So. Ja, komm, wir schalten den zweiten erst nochmal aus. Machen wir jetzt nochmal hier. Wie gesagt, dann mache ich hier doch noch irgendwie Zwischenschalter mit rein. Mache ich dann hier vorne mit hin die Schalter. Es ist 1 Uhr. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was wollt ihr denn daneben? Finde ich jetzt nicht so cool, dass ihr euch daneben sammelt. Butschi, bewegt deinen Arsch. Was war das? Hat der gerade auf mich geschossen? Stimmt, da gibt es ja auch welche von den neuen, die auch Knarren haben, ne? Was ist denn hier jetzt bitte kaputt? Was ist das? Holz, Holz, Brett, Zement. Ach nee, das war einer von den Strählen. Das ist okay, das ist nicht schlimm. Puh. Keine Giants. Jo, was ist mit euch verkehrt hier? Die Mama kriegt ihr sowieso nicht kaputt. Aber euch habe ich ja mal überhaupt nicht vermisst. Hört auf rumzuklitschen. Oh, okay, alles klar. Ich geh mal wieder rein. Ey. Du. Hallo. Ja, ich sollte hier ein Geländer hinmachen. Das wäre echt nicht verkehrt. Ey, der feuert ständig da oben drauf, das ist nicht gut. Nee, der Raketenwerfer war es nicht. Mach den Mörser aus, da geht man auf den Zünder, der feuert ein bisschen zu sehr auf den anderen Raketenwerfer da oben. Date, ja, du liegst hier schön entspannt, das finde ich schön, das finde ich nice, dass du dich so entspannst. Mörser aus. Boah, die Katapulte schießen schon auch auf die schweren Zombies. Also die Geschütze habe ich tatsächlich so wie gehabt, nur auf die schweren und auf die Riesen eingestellt. Die Raketenwerfer nur auf die Riesen.
Weil die kleinen 0815 Zombies. Guckst du nur einmal schief an und dann fallen sie schon, also. Na komm, Butschi, lauf rein. Du willst es doch auch. Autsch. Wo wollt ihr denn hin? Ah, glitschen weg. Scheiße. Ups. Fettfinger. Sorry. Dann nur gucken, wenn hinten der Flammenwerfer anspringt, dann kommt einer bis zum Ende durch. Müssen wir aufpassen. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Das ist ja doch ziemlich entspannt. Ich bin überrascht. Warum ist das nur so wenig? Hm. Sehr langweilig. Die neuen. Die sind ja blau. Und nein, blau ist keine Farbe, sondern ein Zustand. Damit das ein für alle Mal geklärt ist. Warum gehen die Dinger denn los? Steht war knapp. Okay. Ach, da ist einer. Das ist einer. So wie vorne, als auch wie hinten. Ich meine, ihr seht ja was. Die kommen hier vorne lang. Da, über meinem Kopf. Dann hier hinten rum. Da lang. Dann geht's hier lang. Dann wieder hier rum. Und dann ist da der Ausgang. Was ist hier für ein Gemetzel? Okay, der ist schon mal leer hier. Bedeutet, die Batterie von der Fallenanlage ist leer. Und die laufen jetzt ohne Strom. Und da haben die ja in Anführungsstrichen Munition geladen. In Form von Ästen, wenn es immer noch so ist wie früher. Wo ist denn die Fallenanlage? Der Plasma-Schocker 1 hat auch noch genug Stoff, das passt schon. Nee, Fallenanlage geht sogar noch. Warum dreht sich das eine Messer nicht? Njong. Keine Giants, ich bin voll enttäuscht, Mann. Wo sind die Giants? Hallo. Butschi, beweg deinen Arsch.
Der Vorteil ist halt, dass sie die Mauer hier nicht kaputt kriegen. Hack dich doch selbst. Was ist das denn? Was qualmt denn da so? Was brennt hier? Oder ist es einer von den neuen? Müssen wir da mal gleich schauen gehen, wenn es hier vorbei ist. Von was kriege ich denn hier Schaden? Von was kriege ich denn hier Schaden? Was? Ich habe auch nichts im Status drin, sag ich mal. Sollte ich mir vielleicht mal eins von diesen Antitoxizität-Dingern... es ist 3:30 Uhr morgens. Ich darf komisch reden. Hallo? Ach nö. Da. Verdorbener gesunder Saft. Zum Entfernen von Giftstatus-Effekt. Wisst ihr was? Wir schmeißen uns jetzt einfach mal so ein Ding rein. Wir werden jetzt erstmal Gesundheit verlieren. Das ist aber nicht schlimm. Ups. Oh. Also verdorbener, gesunder Saft hämmert voll rein. Und warum wird mir das da unten jetzt nicht angezeigt? Scheint wohl keiner auf... Ja, nee, stimmt. Das ist ja keiner, der auf Dauer wirkt. Was qualmt hier? Ich glaube tatsächlich, das hängt mit den neuen Zombies zusammen, dass die Dämpfe irgendwie Schaden machen. Maybe. Ja, das Messer hier dreht sich nicht mehr. Habt ihr mir ein Kabel abgerissen oder was? Nee, blinkt noch beide Lichter. Hier qualmt's auch. Ich glaube, das hängt wirklich mit den neuen Zombies zusammen. Ja. Eben hat man es kurz gesehen. Und ich brenne. Das ist nicht cool. Ich hoffe, diese Wolken verschwinden dann auch schnell wieder. Okay, wir sollten uns ein bisschen weiter hier weghalten. Wie lange brenne ich denn noch? Ey! Komm mal hier. Setz dir mal auf. Hm.
Ausgetrickst. Warum brenne ich immer noch? Ach ja, moin, wir haben es doch schon 3 Uhr morgens. Das heißt, gleich ist vorbei. Es kommt nur noch der Rest vom Schützenfest und dann haben wir es geschafft. Ich glaube, das sind Anzeigefedern mit dem Feuer hier. Nee, das hält doch nur. Ich habe keine Ahnung. Ich schneide es gerade nicht, ist jetzt auch egal. Ich fetze mir jetzt noch mal ein bisschen was drin. So, jetzt gehen wir mal zu einer von diesen Dämpfen. Autsch. Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Oh mein Gott. Wow, 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 hallo. Jetzt brenne ich wirklich. Ja, das ist mir schon klar, dass ich jetzt wirklich brenne. Na komm. Put, 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 put. Hallo, Katapulte. Danke. Schießt mal. Nicht auf mich. Hier, ich habe 4 Katapulte und nur 2 ziehen auf. Bitte was? Was war das? Das muss ich mir gleich schon mal ins Slow-Mo angucken. Danke. Das muss ich mir gleich schon mal ins Slow-Mo anschauen. Aber hey, ich brenne nicht mehr. Yay! Nein! Bausparkatze ist runtergefallen! Nein! Brina, haben wir einen Kassenzettel noch? Ich frage nur. Es scheint jetzt nur noch die hier neben zu sein. Autsch! Hallo! Euch habe ich echt nicht vermisst mit euren blöden Dingern da auf dem Rücken. Hinlegen. Hallo, bemerkst du mich? Danke. Sehr nett. Gib mir Aufmerksamkeit. Wow. Schon wieder ganz seltsam weg. Nein, 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 nein. Mach das nicht, mach das nicht. Autsch. Hm, hab ich dich unter Strom gesetzt, ha? Hä? Wow, 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 wow. Hey, nicht alle auf einmal. Nein, der Eiseffekt ist von mir. Also der Eiseffekt hier jetzt gerade. Ich habe nämlich die Kühlungsspulen ausgerüstet. Aber nee, habt ihr das jetzt eben gerade gesehen?
Und die Sonne geht auf. Hui. Ja, meine Machete ist kaputt. Das ist mir schon klar. Reparieren, 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 reparieren. Das ist von diesen Frostzombies. Man sieht ja auch die blauen Partikel, die da rumlaufen. Ach, rumlaufen. Oh Gott, ich bin echt durch. So. Butchie. Komm her, schieß dir den Arsch. Ja, hier ist nichts mehr. Sehr schön. Gut. Jo. Okay, dann geh halt eben zum Friedhof. So, ja, okay. War jetzt irgendwie nicht so dolle, oder? Da drüben hat sich noch einer verirrt. Das wollte ich nicht. Autsch. Ach, schon wieder einer von denen. Komm mal, für dich reicht nur mein kleines Messerchen. Siehst du mal. Kommt mir noch her. Aua. Die Nachhut. Leute, die Party ist schon längst vorbei. Oh, das ist einer von diesen Giftzombies. Nein. Ja, du nicht. Was wollt ihr denn jetzt noch? Mann, hau ab, Mann. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Noch jemand ohne Fahrschein? Was? 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 Bitte was? Ach shit. Ja, das ist doch total kontraproduktiv. Warum soll ich mir dann den Saft fetzen, wenn er mir doch eh auch die Gesundheit raubt, genauso wie wenn ich vergiftet bin? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Was? Ach komm, leck mich doch am Ärmel. Nee, ich gehe jetzt rein. Ich mache jetzt den Strom aus. Und ja, also ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe mit sehr viel mehr gerechnet. Ich meine, wir haben ja so ungefähr an die 40 Ingame-Tage übersprungen. Und ich habe jetzt wirklich mit mehr gerechnet. Und die sind auch ziemlich schnell gefallen. Also, pff. Irgendwie war das jetzt nicht halb so zündend, wie ich erwartet hatte. Ich guck mal, ob ich noch am Server was deichseln kann. Ich glaube, ich habe es schon auf Maximum. Ja, komm, wir machen die jetzt aus. Tja, also. Fazit. Erste Horde. In Anführungsstrichen. Ich habe mehr erwartet.
Ach, sorry. Ja, also ich habe jetzt sehr viel mehr gerechnet. Ich habe gedacht, wir werden hier jetzt komplett umzingelt. Und was weiß ich, wie viele Giants kommen hier um die Ecke geschossen? Jetzt kommen noch welche im Nachgang. Braucht auch noch mehr. Aber vielleicht war es jetzt auch wirklich wieder nur, weil ich den Server wieder, die Horde wieder angestellt habe. Dass es deswegen jetzt nochmal so war. I don't know. Dann würde ich tatsächlich sagen, schauen wir uns das beim nächsten Mal nochmal an. Nämlich die 261. Ich werde in der Zwischenzeit mir noch ein bisschen Munition herstellen, weil ich habe jetzt wirklich nur so viel gemacht, dass hier die Geschütze beladen sind und dass wir irgendwie über die Nacht kommen. Aber das meiste war ja gar nicht nötig. Naja. Wir ziehen. Ziehen keine voreiligen Schlüsse. Und schauen einfach mal, was die nächste Nacht für uns bereithält. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Bevor wir hier jetzt großartig rumfachsimpeln und meckern und mosern und überhaupt, oder eher ich, warten wir erstmal ab, wie es beim nächsten Mal läuft. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich zur Nacht 261 wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.